Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns einmal mit dem negativen Denken und dem Katastrophendenken im Besonderen befassen. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, woher es kommt, dass wir, ach so modernen Menschen, fast ganz automatisch uns eher auf das Negative statt, wie doch so viel propagiert, auf die positiven Möglichkeiten fokussieren? Es ist zwar heute in aller Munde und es wachen auch immer mehr Menschen auf zu einem wirklich bewussten Leben, doch in echt sieht es im Grunde noch so aus wie hier auf dem Bild. Jemand, der glücklich ist, der wirklich positiv denkt und in die positive Richtung denkt, und zwar ganz automatisch, der ist ein schwerer Außenseiter. Und im Grunde hören alle anderen das ringsum in seinem Umfeld auch gar nicht so gerne. Das kannst du selbst ganz leicht ausprobieren. Antworte einfach nächstes Mal, wenn die oft so übliche Frage, na wie geht's, kommt. Antworte dann einfach mal, super spitzenmäßig und ich habe so viel Geld, dass ich gerade am Marktplatz noch 500 Euro verschenkt habe. Dann wirst du sofort ganz extrem feststellen, davon will keiner was hören. Wenn du natürlich auf die Frage antwortest, das was auch erwartet wird, oh, mir geht's nicht so besonders und erzählt seine Probleme, vielleicht noch ein paar Krankheiten, dann kannst du dich super spitzenmäßig, wenn sein muss, stundenlang mit den Leuten unterhalten. Und dann natürlich nur über negative Dinge. Über Sorgen, Probleme, Krankheiten, was alles so Schlimmes noch passieren könnte. Und gerade im Katastrophenausdenken, also sich noch mehr schlechte Möglichkeiten einfallen zu lassen, da sind viele Menschen wahre Experten und Weltmeister. Die hören gar nicht damit auf, einem noch zu erzählen, was noch alles Schlimmes passieren könnte. Aber die Frage ist, woher kommt das, dass wir quasi in diesem Denken, in diesem negativen Denken, in dem Problemdenken, in dem Vorausdenken an Katastrophen automatisch so hineinrutschen? Dass unser sogenannte negative Denken ganz leicht fällt und wenn wir einmal umschalten wollen und den Fokus auf positive Möglichkeiten richten wollen, dann müssen wir erstmal mächtig viel Energie da reinstecken. Nun, dass wir fast automatisch unseren Fokus auf das Ausmalen von negativen Möglichkeiten richten, das liegt noch an unserem Erbe aus der Frühzeit. Das liegt an unserem Gehirn, weil sich das noch nicht umgestellt hat. Denn unser Gehirn malt sich ganz automatisch aufgrund von tausenden von Jahren Erfahrung eher sofort negative Möglichkeiten aus. Dass das noch so ist, das kannst du dir sofort an einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Da wird dir sofort klar, dass unser Gehirn automatisch noch genauso arbeitet wie vor 40.000 Jahren. Nimm ein ganz konkretes Beispiel, eine unangenehme Situation. Wenn vor 40.000 Jahren der Frühmensch aus seiner Höhle musste, dann war das für ihn eine unangenehme Sache. Dann stand ihm etwas Unangenehmes bevor, weil er in dem Moment, wo er die Höhle verließ, in jedem Moment in Lebensgefahr war. Also ist er in seiner Höhle angefangen, um sich vorzubereiten und hat sich ausgemalt, was so passieren könnte. Hat sich also negative Situationen ausgedacht, damit er dann darauf vorbereitet war und schneller reagieren konnte, sprich und damit besser überleben konnte. Nimm die gleiche Situation heute in unserer modernen Zeit. Wenn ein Mensch zum Beispiel morgen außerhalb einen unangenehmen Termin wahrnehmen muss, was machen die meisten fast automatisch? Die fangen an, sich auszumalen, was wohl alles passieren könnte, und zwar was wohl alles Negatives passieren könnte, damit sie darauf vorbereitet sind. Es hat sich also nichts großartig geändert, obwohl wir theoretisch und von der Rationalität her wissen, dass es viel, viel sinnvoller für uns ist, für unser gesamtes Empfinden, wenn wir uns stattdessen positive, schöne Möglichkeiten ausmalen, denn die sind ja genauso wahrscheinlich. Aber unser Gehirn funktioniert da eben noch, ich sag mal, in der alten Art und Weise. Und der Grund dafür, dass eben, was weiß ich, Millionen und Abermillionen Bücher verkauft werden über positives Denken,
oder wie man sich positive Gefühle verschafft, das hat ja schließlich den Grund darin, dass die Käufer dieser ganzen Bücher natürlich noch nicht positiv denken, sondern das erst erlernen müssen. Sprich, dass ihr Gehirn noch in der alten Funktionsweise arbeitet. Und das, obwohl auch heute fast jedem, also sicherlich den meisten Hörern meiner kleinen Videos, völlig klar ist, dass negatives Denken schädlich ist. Nicht nur für unser mentales Kostüm, sondern auch körperlich. Ganz praktisch messbar, weil negatives Denken eben Krankheiten auslöst. Also müsste ja schon jeder vom normalen Menschenverstand her sagen, halt stopp, ich bin doch nicht verrückt geworden. Ich weiß, dass negatives Denken oder Katastrophendenken im Besonderen in meinem Körper schädliche Hormone auslösen. Also mache ich das nicht mehr, sondern denke mir in Zukunft lieber positive, schöne Möglichkeiten aus, die genauso wahrscheinlich sind, dass sie passieren, weil mein Körper dann eben gute, hilfreiche, aufbauende Hormone, eben Endorphine, ausschüttet und das für mein mentales Kostüm und für meine Gesundheit super spitzenmäßig ist. Dummerweise geht das so leicht nicht. Denn unsere ganzen Verhalten werden ja gesteuert durch bestimmte Strukturen im Gehirn, durch die Synapsen, durch die Verbindungen, die da entstanden sind. Und in diesem ganz besonderen Fall, also wenn es darum geht, sich anstatt automatisch negative Situationen auszudenken oder Möglichkeiten umzuschalten, um sich dann stattdessen auf positive, schöne Möglichkeiten zu fokussieren, wo es genauso wahrscheinlich ist, dass sie passieren. Denn eins sind ja beide ausgedachten Sachen. Einfach ausgedachte Sachen. Man könnte auch sagen, Hirngespinste. Nur einmal negative Hirngespinste und einmal positive Hirngespinste. Wo wir heute eben von der Wissenschaft her wissen, dass es viel, viel gesünder ist, wenn wir uns positive Hirngespinste ausdenken. Wenn man da aber umschalten will, dann geht das nicht so leicht, weil schließlich dieses Programm, diese Verbindung im Gehirn direkt mit dem Überleben der Menschheit verbunden ist. Der Menschheit als Art und mit dem Überleben des Menschen als Einzelnen. Wenn ich da also eine Veränderung, ein Umswitchen quasi erreichen will, dann werde ich das am Anfang ganz oft üben müssen, nämlich so lange bewusst üben, bis sich im Gehirn neue Verbindungen, also neue Synapsen gebildet haben, die dann eben auf die neue, selbstgewählte Art funktionieren. Denn nur dann, wenn sich in unserem Gehirn auch wirklich neue Synapsen, neue Verbindungen gebildet haben, nur dann wird sich unser Verhalten auch langfristig ändern. Und das dauert in der Regel mindestens 3 Wochen. Und zwar 3 Wochen, wenn ich wirklich jeden Tag übe. Ansonsten dauern solche Verhaltensänderungen wesentlich länger. Es ist zwar heutzutage durch die modernen Energietechniken möglich, ich sag mal, den Anstoß zu geben, den Impuls und auch wirklich schon schnell Veränderungen herbeizuführen. Aber bis sich neue Synapsen gebildet haben, das dauert nur mal ein paar Wochen. Und erst dann, wenn unser Gehirn quasi neu verdrahtet ist, erst dann wird dieses Verhalten auch zu einem ganz automatischen, selbstverständlichen Verhalten, das in unser Gesamtsystem integriert ist. Wenn ich also eine Verhaltensänderung in diesem Bereich erzielen will, dann ist das Wichtigste, dass ich das zuerst einmal bemerke, dass ich automatisch mir negative Möglichkeiten ausdenke. Es gibt im Grunde nichts zu tun, als erst einmal einfach zu beobachten. Sich zu fragen, wo bin ich eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit gerade? Was mache ich gerade? Und da muss man wirklich innerlich ganz bewusst Stopp sagen. Sonst driftet man sofort wieder ab in die erlernte alte Richtung. Denn das ist schließlich ein Verhalten, was in vielen, vielen tausend Jahren in allen von uns konditioniert ist. Und vorab muss man sich erst einmal die Zeit nehmen, um sich das wirklich ganz klar zu machen.
Denn es gibt ja schließlich auch genug Menschen, die leiden regelrecht unter ihrem negativen Denken, wo sie doch wohl verzweifelt versuchen, jetzt nur noch positiv zu denken. Wenn man sich aber mal klar macht, wo das herkommt und wie wichtig das war für das Überleben der Art als Mensch, dann kann man sich auch vorstellen, dass das eben so leicht nicht geht. Keiner kommt auf die Idee, dass er innerhalb von einer Stunde, wenn er Rechtshänder ist, oder von mir aus auch innerhalb von einem Wochenende, wenn er irgendeinen Workshop besucht, dass er dann, wenn er Rechtshänder ist, auf einmal nach einem Wochenende mit der linken Hand schreiben kann. Und dieses Verhalten, wenn es darum geht, sich negative Möglichkeiten auszudenken, das ist viel, viel wichtiger für das Überleben gewesen. Ist also klar, dass es viel, viel schwieriger ist, das zu ändern, als zu lernen, mit links zu schreiben. Aber das Schöne ist, wenn man sich das wirklich einmal klar macht, dann erkennt man auch, oder dann kann man auch erkennen, dass dieses scheinbar so negative Denken etwas ganz, ganz Wichtiges war, das wir als Menschen mal gelernt haben. Und dass das alles andere als schädlich für uns war. Sondern ohne diese Struktur, die sich da gebildet hat im Gehirn, hätten wir als Menschen, als Art, überhaupt nicht überlebt. Es gibt also für niemanden einen Grund, sich deswegen vielleicht noch schlecht zu fühlen. Denn wenn man sich das eben ganz klar macht, dann weiß man, dass es sich im tiefsten Grunde und in der Entstehung um eine ganz, ganz wertvolle Sache für uns Menschen handelt. Und wenn ich das dann ändern möchte, dann kann ich einfach viel spielerischer daran gehen, indem ich das vielleicht vergleiche mit einem Führerschein und mit den Verkehrsregeln. Wenn ich in Deutschland einen Führerschein gemacht habe, dann habe ich ganz selbstverständlich und automatisch gelernt, auf der rechten Seite zu fahren. Und die Verkehrsregeln sind darauf ausgelegt, für das Fahren auf der rechten Seite. Und ich kann da genauso mit dieser Verhaltensänderung so dran gehen, als wäre ich auf einmal aus irgendwelchen Gründen nach England versetzt oder nach Australien, eben da, wo Linksverkehr herrscht. Und egal, wie lange ich schon einen Führerschein habe und von mir aus auch unfallfrei fahre, jeder, der auf einmal von Deutschland nach England versetzt würde oder nach Australien, müsste sich erst einmal an diese neuen Verkehrsregeln und an das Fahren auf der linken Seite gewöhnen und würde sich am Anfang sicher stark darauf konzentrieren müssen, damit er keinen Unfall baut. Es käme auch niemand auf die Idee, dass er nur ein Buch darüber lesen müsste, über das Fahren auf der linken Straßenseite, sondern jeder weiß, dass er das dann ganz in echt, eben in England oder in Australien, im Straßenverkehr üben muss und dass er da mächtig aufpassen muss und eine Menge Energie reinstecken muss, so lange, bis ihm das Fahren auf der linken Seite in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und er im Grunde das Gleiche machen muss, wie bei jeder Verhaltensänderung. Nämlich erst einmal innerlich Stopp sagen, innerlich zu sich sagen, halt Stopp, ich bin jetzt in England, ich fahre auf der linken Seite und ich muss mächtig aufpassen und ich muss mich an die neuen Verkehrsregeln halten. Das kostet eine ganze Menge Energie. Nur in diesem Beispiel, ist es für jeden selbstverständlich, dass er das macht. Bei einer Verhaltensänderung ist es genauso. Ich muss erst bewusst Stopp sagen, mich dann fragen, wo bin ich gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Sich dann die nächste Frage stellen, wo könnte ich eigentlich überall mit meiner Aufmerksamkeit sein? Und sich dann zu fragen, wo wäre ich am liebsten? In dem Beispiel hier, wo es in diesem kleinen Video darum geht, mit dem Katastrophendenken, dem negativen Denken, muss ich da eine Menge Energie reinstecken und mir dann wirklich, am besten vorher schon vorbereitete, positive Lösungen nehmen, wo ich meine Aufmerksamkeit drauf lenken möchte. Wenn ich dieses Umswitchen lernen will, dann ist es am sinnvollsten, sich vorher schon einige positive Möglichkeiten zu nehmen, die können ganz allgemein sein, das können Kleinigkeiten sein, auf die ich dann in der Situation meine Aufmerksamkeit lenken will. Und dann brauche ich in der Situation nur noch Stopp sagen,
Ich möchte jetzt nach den neuen Verkehrsregeln, sag ich mal, den neuen Verkehrsregeln für mein Gehirn leben. Und dann kann ich auch sofort auf eine der vorher vorbereiteten Möglichkeiten umschalten und sagen, ich möchte jetzt daran denken. Und mir dann vielleicht noch ganz klar machen, dass dann eben Endorphine in meinem Körper ausgeschüttet werden, also Glückshormone. Und dass das für mich und für mein Leben viel, viel besser ist, als wenn ich automatisch weitermache und mir negative Sachen ausdenke. Und schon alleine durch das Unterbrechen dieses automatischen Prozesses tut sich für mich in meinem Leben eine ganze Menge, weil ich es bemerke, weil ich mir dessen bewusst werde. Und das haben ja schon die alten Sufis gesagt, die sicherlich sehr, sehr weise waren. Der Mensch braucht im Grunde nichts anderes zu lernen, als wieder Bewusstheit. Denn wenn ich mir der Sache bewusst bin, dann mache ich die nicht mehr so automatisch. Und wenn ich mir dann im Klaren darüber bin, dass es eben ein paar Wochen dauert, dann ist es auch gar nicht so schlimm, wenn das in der ersten Woche viele, viele Male wieder passiert, dass ich in dieses automatische, erlernte Verhalten abdrifte, das ja schließlich für das Überleben der Menschen mal sehr, sehr wichtig war. Und am besten ist es wie immer, ganz spielerisch mit solchen Verhaltensänderungen umzugehen. Denn je lockerer und leichter ich die ganze Sache nehme, umso schneller ändert sich auch wirklich was. Das Wichtigste ist, dass ich erstmal aufwache und sage, oh, das mache ich ja ganz automatisch. Und dann anfange, da bewusst etwas dran zu ändern. So, ich hoffe, dieses kleine Video hat dir etwas mehr Klarheit gegeben und wünsche dir von Herzen für deine Zukunft alles Gute.